Also die Unterstützung vom PwC bedeutet uns Sportlern sehr, sehr viel, weil wir ja fast alle auch eine duale Karriere noch nebenbei betreiben müssen. Das bedeutet Studienkosten für die Uni, bei mir speziell auch Fahrtkosten nach Witten in die Uni, das sind 100 Kilometer pro Strecke. So, ich brauche dafür ein Auto aus Köln, genau. Ja, dann möchte man natürlich auch irgendwie noch leben und für den ganzen Aufwand, den wir Sportler dann auch leisten zeitlich, ist es schon ja, einfach schön, dass man auch was zurückbekommt. Ich denke, es geht auch immer mehr, aber wir sind auf dem richtigen Weg und da ist PwC ein ganz toller Partner und Unterstützer für uns. Oh, der Weg nach Tokio, ja, ist noch einerseits gefühlt ziemlich weit, andererseits auch ganz nah, weil es sind nur noch ein paar Monate. Aber gerade bei uns in der Mannschaftssportart Feldhockey ist es auch so, dass die finale Nominierung erst im Juni oder so erfolgt, also wirklich kurz vor knapp. Daher sind wir gerade noch mit recht vielen Leuten im Kader unterwegs und es wird noch um jeden Platz gekämpft. Ja, der Weg macht Spaß, er ist aber auch anstrengend, ist auch immer eine Belastungsprobe, mental, aber auch körperlich. Und ist aber rundum eigentlich eine schöne Sache und ich freue mich auf die nächsten Monate.